Staates zum Tode verurteilt worden, konnte aber kurz vor seiner Hinrichtung entfliehen. So ein bester Mann, der allerdings selbst gern aus der Bande gewesen wäre, war Jim Preston. Hatte er auf seiner Flucht von South Bend kennengelernt. Zu der Bande gehörten weiterhin Ted Leader, er hatte in San Francisco zwei Polizisten umgebracht, als sie ihn bei einem Raubmord störten. Dann George Miller. Er wurde steckbrieflich gesucht wegen eines Raubüberfalls auf eine Postkutsche. Ebenso wie Tobias Gott. Er erschoss bei dem gleichen Überfall den Kutscher. Schließlich war da noch Ed Baker. Sheriff, ehe man ihm nachwies, dass er mehr rechtschaffene Bürger hier über euch oder euer Gewehr da. Über mein Gewehr? Möchtet ihr etwas trinken? Ja, was gibt es denn? Ich habe gutes Bier. Wir hätten El Pasa von den Einwanderern gebraucht. Na, dann trinken wir bitte einfach. Mister. Die bavarische Siegerin Sarah gebaut. Und nichts erinnert mehr an das blutige Geschehen von damals. Oh, guten Tag, Mr. Schmidt. Guten Tag, Mr. Christen. Man sieht sich ja den ganzen Tag nicht. Ham and Eggs. Ham and Eggs. Sehr wohl, Sir. Ich will Ihnen nicht so viel Arbeit bereiten. Nein, Sir. Einer Wüste zwischen Texas und New Mexico. Das Gebiet hier gehörte den Comanchen. Versteckte sich allerhand lichtscheues Gesinde. Sie schlossen sich zu Banden zusammen, überfielen die Farmer,
lockten die Reisenden in die Irre, überfielen sie, plünderten sie aus und töteten sie. Diese Banden wurden die Indianergeier genannt. Es war am 10. Juli 1895 gegen 3 Uhr nachmittags. An diesem Tag hatten die Geier wieder einen Überfall geplant. Diesmal auf den Zug nach San Antonio, der die Löhne für die Farmarbeiter mit sich führen sollte. Ihr Anführer hieß Belay. Thomas Belay. Wegen Raubmordes zum Tode verurteilt worden, konnte aber kurz vor seiner Hinrichtung entfliehen. Sein bester Mann, der allerdings selbst gern aus der Bande gewesen wäre, war Jim Preston. Ihn hatte er auf seiner Flucht von South Bend kennengelernt. Zu der Bande gehörten weiterhin Ted Leader, er hatte in San Francisco 2 Polizisten umgebracht, als sie in meinem Raubmord störten. Dann George Miller. Er wurde steckbrieflich gesucht wegen eines Raubüberfalls auf eine Postkutsche. Ebenso wie Tobias Gordon. Er erschoss bei dem gleichen Überfall den Kutscher. Schließlich war da noch Ed Baker. Ehe man ihm nachwies, dass er mehr rechtschaffene Bürger aufgehängt hatte an Salonen. An diesem besagten Tag im Jahre 1895 landete man nun an Randall Farm auf dem Zug aus San Antonio. Augenzeugen konnten die Geier nicht gebrauchen, schossen die Randall und steckten vorsichtshalber der Pause in Wacht. Am Kopf getroffen worden. Dieser Schuss wird eine blutrote Narbe hinterlassen. Thank you.
Tag ist Geld, ohne dass es jemand gemerkt hat, verschwunden. Und man hat niemals mehr etwas von ihm gehört. Drängler Chang ist inzwischen von der energischen Siedlerin Lara genommen worden. Und nichts erinnert mehr an das blutige Geschehen von damals. Heute. Sind eher mit der Arbeit fertig geworden, als wir erwartet hatten. Bringst du uns ein Bier? Klar, Jungs. Es ist auch gleich fertig. Hoffentlich bringt die Postkutsche heute mal einen Brief für mich mit. Ach, da wartest du doch schon seit Jahren vergeblich drauf. Kann doch sein. So, Jungs, mehr Bier. Hallo? Hallo? Kann ich vielleicht etwas bei euch bleiben? Wo kommst du her? Ich habe dich noch nie hier gesehen. Ich wohne jenseits der Berge. Man nennt mich Fox. Ich bin Sarah. Würde mich auch nützlich machen. Ja. Hilfe kann ich immer gebrauchen. Ich kann also hier bleiben? Ja, kannst du. Prima. Ich bring nur eben mein Pferd weg. Sympathischer Junge. Hm? Die Kutsche, die Postkutsche kommt. Hallo. Hallo. Na, rein gibt's was Neues? Moment. Also nichts Besonderes. Die Strecke war ruhig. Auch von den Comanchen war nichts zu sehen. In Santa Fe haben sie erzählt, sie hätten wieder das Kriegsbein ausgegraben. Na komm, helf mir mal tragen. Habt ihr auch Munition dabei? Nee, bring ich mit, wenn ich zurückkomme. In Tucson ist sie billiger. Oh. Hallo, hallo Gentlemen. Hallo Clara. Sam Hawkins, der große Bestmann. Ich freue mich, euch wieder einmal zu sehen hier. Ich muss weiter. So long. Ich bin schon etwas vorausgefahren, um die Gegend zu erkunden. Ich muss dann mit der nächsten Kutsche wieder zurück. Habe gehört, dass die Geier die Gegend wieder unsicher machen. Die Geier? Lange nicht von ihnen gehört, aber wer ist das? Ein Mormone ist mit mir in der Kutsche gekommen. Hat mir die ganze Fahrt von seiner Missionstätigkeit erzählt. Gott zum Gruße, Gentlemen. Verzeiht, dass ich mich einmische. Hörte ich doch soeben, dass ihr den Namen Geier verwandelt. So sind diese Mordbuben wieder in dieser Gegend. Ja, so ist es. Gottes Strafe möge sie in ihrer ganzen Härte treffen. Wir werden uns zur Wehr müssen. Kannst du denn schon mit der Waffe umgehen in deinem Alter? Ja, das muss auch mal da. Aber will ich mich so nicht zu einem Imbiss einladen?
so bin ich diesen nicht abholen. Ja, was hat er gemeint? Er hat gemeint, dass er Kohldampf bis unter die Arme hat, wenn ich mich nicht irre. Ja, dann nicht hinein. Seit genau 12 Monaten ist kein Bleichgesicht mehr in die Jagdgebiete der Comanchen eingedrungen. Und seit 12 Monaten ist auch kein Krieger der Comanchen mehr getötet worden. Es scheint, die Bleichgesichter haben verstanden, dass man friedlich zusammenleben kann, wenn man die Gewohnheiten und die Grenzen des Nachbarn hat. Da, Winnetou, Winnetou! Die Comanchen freuen sich, den Häuptling der Apachen in ihrer Mitte zu sehen. Winnetou grüßt die Krieger der Comanchen und ihren Häuptling Shivabik. Gibt es einen besonderen Grund, dass Winnetou die Jagdgebiete der Comanchen aufsucht? Nein, ich bin auf dem Wege zu Sarasfa. Dort will ich meinen Bruder Olchet helfen. Auch wir wollen später zu Sarasfa reiten, um dort Waren zu kaufen. Doch zuerst müssen wir zurück, um unsere Waren zu holen. Gut, wir sehen uns dann bei Sarasfa. Sister Boys, denke, wir haben eine kurze Rast verdient. Hey, ist denn die Kamera? Hallo. 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 Hallo, Gentlemen. Hallo, Padre. Ist das erlaubt, bei euch Platz zu nehmen? Na gut. Setzt euch. Bringt die Pferde weg. Empfang. Gibt's hier wenigstens was zu trinken? Dahinter ist Wasser einfach. Hör mal, Kleine. Was für Teufel Glück, dass ich heute meinen humorvollen Tag habe. Hey, Questen. Darf ich vorstellen? Miss Sarah. Hüte dieses Nobel-Etablissements. Na, du alte Schlampe. Was kannst du uns denn gegen unseren Durst anbieten? Hey, was soll das? Lass das! Wenn du noch einmal Schlampe zu mir sagst, schieß ich dir eine Kugel in den Kopf. Okay, okay. Sag all right? All right. Miss Sarah. Miss Sarah. Verzeiht, dass ich mich einmische. Aber war es nötig, die gute Sarah so zu beleidigen? Es ist ungehörig, sich einer Dame gegenüber so zu benehmen. Zumal diese Leute solche Aufregungen durchgemacht haben. Aufregungen? Ja. Geier sollen sich wieder in dieser Gegend herumtreiben. Ist das denn in Möglichkeit? Das darfst du nicht wahrhaben. Nicht zu glauben. Diese Streuche. Tja, wenn das so ist, Miss Sarah, müsst ihr entschuldigen, dass ich mich eben so schlecht benommen habe. Seid ihr? Harmlose Viehtreiber, Mister. Und mit einer Herde Rinder durch die Janus. Und jetzt haben wir natürlich Angst bekommen vor den Geiern. Ja, ja, das kann man wohl sagen. Könnt ihr uns damit Munition aushelfen? Wir haben immer nur noch eine Kiste. Das würde reichen, gute Schwester. Ihr seht doch, die Leute sind wirklich in Not. Und da wollt ihr ihnen die Hilfe verweigern? Wir brauchen die Munition selbst. Ja, aber ihr werdet neue bekommen. Der Kutscher wird sie aus Russen mitbringen, hat er selbst gesagt. Wir können mit der Erde jetzt nicht mehr zurück. Dann gehen alle Tiere um. Helft ihnen, gute Schwester. Gott wird es euch tausendfach lohnen. Ja, nicht die Munition anholen. Traue diesen Kanonen nicht. Ich würde mich nicht wundern, wenn das die Geier selbst wären. Meinst du wirklich? So, hier ist die Munition.
Mach $34. $30, $32, $33, $34. Die Postkutsche! Jetzt bekommen wir neue Munition! Hallo, Mr. Ryan! Wie viel Munition habt ihr uns denn mitgebracht? Wer will es nicht glauben? Nicht eine einzige Patrone habe ich bekommen. Die Farmer von Kursen bis Juma haben sich eingedeckt. In dem Gebiet bekommst du keine Patrone mehr. Na los, Mr. Hogan, steigt ein! Sonst hat euer Trick schon Wurzeln geschlagen, bis ihr zurück seid. Bis nächste Woche! Wer ist denn das? Boys. Habt ihr schon einmal einen so feinen Pinkel bei uns hier im Westen gesehen? Hallo, ganz schön trostlose Gegend hier. Darf ich mich setzen? Unter Gottes weitem Himmel ist für jeden Platz. Kommt jetzt halt zu mir. Danke. Ich habe ja schon so manchen seltenen Vogel gesehen. Bei uns in Santa Fe dürfte so etwas nicht freier rumlaufen. Wir sind aber nicht in Santa Fe, Mr. Preston. Mein Sohn, ihr seid sicher neu in dieser Gegend. Naja, verhältnismäßig. Guten Tag, Sir. Ich bin Sarah. Möchten wir etwas trinken? Ja, und was gibt es denn? Ich habe gutes Bier. Wird in El Paso von den Einwanderern gebraucht. Na, dann trinkt ihr bitte eins. Mister, was macht ihr eigentlich? Ich schreibe Bücher. Ah. Und worüber schreibt ihr da? Über alles, was ich so gesehen und erlebt habe. Über die Indianer, die Gegend hier, über euch oder euer Gewehr da. Über mein Gewehr? Was ist denn so interessant an meinem Gewehr? Woher habt ihr es? Das habe ich gekauft. Und wo? Weiß ich nicht. Ist das richtig? Vielleicht. Dieses Gewehr wurde in Deutschland gebaut, bis vor ungefähr 10 Jahren. Darf ich mal sehen? N.F. In Deutschland ist es üblich, dass man die Anfangsbuchstaben seines Namens in sein Gewehr eingravieren lässt. Sozusagen als Schutz vor Diebstahl. N.F. Beim Verkauf entfernt man diese Buchstaben normalerweise nicht. Sonst könnte man ja meinen, es wäre vielleicht gestohlen. Oder sonst wie eure Hände geraten. Aber wahrscheinlich könnt ihr das alles erklären. Ach, ich habe eine lange Fahrt hinter mir und würde mich gerne etwas ausruhen. Kann ich ein Zimmer haben? Aber sicher. Hier ist auch euer Bier. Danke. Ich nehme es mit nach oben. So long. Schreiben, dass ich nicht lache. Wie geht's jetzt weiter, Bella? Kann ich euch hier nicht erklären. Es ist besser, wenn wir uns hier nicht kennen. Wir treffen uns draußen an der alten Fichte. In Ordnung. Bella! Mein Gewehr! Es ist weg! Hat der Bücherschreiber es mitgenommen? Nein. Er hat in der einen Hand die Tasche und in der anderen das Bier. Und ich habe doch genau gesehen, dass er es hier hergestellt hat. Ja! Aber jetzt ist es weg. Da, ein Indianer. Kannst dich ja gleich bedienen. Ich gehe schon mal voraus. Tatsächlich. Eine Rothaut. Soll dir das Fell über die Ohren ziehen. Hey, Rothaut! Komm näher! Was willst du hier? Ich möchte zu der weißen Frau, die sich Sarah nennt. Oh, hallo, ich möchte euch ein Bier anbieten. Ich grüße die weiße Frau. Ich nehme gerne was zu trinken. Aber bitte kein Feuerwasser. Hey, sonst trinkt ihr roten Halunken doch immer Feuerwasser. Wahrscheinlich hat der Ärmste keine Nuggets dabei. Werde spendabel sein. Was, Boys?
Spendiere dir einen Whisky. Ich trinke kein Feuerwasser. Was hört ihr? Der will nicht trinken. Na? Hast du dir das denn auch gut überlegt? Dass ich nicht lache. Lasche, da nehmen wir alles. Ja! Ja! Und hey! Ja! Oh! Ja! 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 Wechseln! Reiter! Verdammt, versteckt euch! Wollen Sie, wer das ist?